Senior Projektleiterin bei Dresden Sommer im Teilbereich Projektmanagement. Ich bin als Studentin eingestiegen, habe so den klassischen Treso-Weg durchlaufen, durfte auch zweimal für Dresden Sommer ins Ausland, was eine sehr, sehr spannende Zeit war. Und habe jetzt aber seit 4 Jahren hier wieder meinen Mittelpunkt in Stuttgart. Also warum mir meine Tätigkeit bei Dresden Sommer so Spaß macht, ist, dass ich es wirklich spannend finde, teilbereichsübergreifend auch zu arbeiten. Die Kollegen von UX oder die Engineering-Kollegen oder auch die Baumanagement-Kollegen. Es erweitert so den eigenen Horizont und man bekommt auch echt nochmal eine andere Sichtweise. Ich bin aktuell Niederlassungsleiter bei Dresden Sommer in Magdeburg und verantwortlich für das Thema Lean Construction Management in der Region Mitteldeutschland. Die Herausforderung habe ich angenommen, weil das mich sehr gereizt hat, dort in neue Themenfelder reinzugehen, auch einfach in den Markt reinzugehen, der noch nicht erschlossen ist, neue Kunden zu akquirieren, von Dresden Sommer zu überzeugen, Vertrauen aufzubauen, sich zu vernetzen. Und ich glaube schon, dass viele mich als engagiert im Berufsfeld irgendwo wahrnehmen. Vielleicht würden Sie sogar ein bisschen sagen, ja, der Manu, der macht irgendwie bei Treso Karriere, das kann man da machen und das macht ihm auch Spaß. Ich bin Senior Projektleiter bei Dresden Sommer am Standort Frankfurt. Alles, was die Frankfurter Skyline prägt, das sind die Projekte, bei denen ich insbesondere tätig bin. Mein Herzensprojekt bei Dresden Sommer, das ist tatsächlich fernab von einem klassischen Bauprojekt, wie man es vielleicht kennt. Und zwar geht es darum, dass es einfach eine digitale Lösung für die Vermietung von Bürogebäuden braucht. Und da habe ich von Dresden Sommer sehr große Unterstützung erfahren. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie von der ersten Zeichnung auf dem Papier jetzt das Tool in der Anwendung ist. Ich bin Projektleiter bei Dresden Sommer im Bereich Projektmanagement. Und aktuell darf ich tatsächlich für Xing arbeiten, für die New Work SE und darf als Projektleiter das aktuelle Headquarter betreuen. Bei Dresden Sommer hält mich definitiv mein Umfeld im Unternehmen, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch die Perspektive, die sich mir bei Dreso bietet. Ich bin ja auch Berufseinsteiger bei Dreso. Die Entwicklung, die ich bisher gemacht habe, ist einfach sehr zufriedenstellend, sehr, sehr schön für mich, auch wie ich gefördert werde und hoffe, dass ich noch viel erreichen kann bei Dreso. Ja, was sollte man auf jeden Fall mitbringen als junger Projektmanager bei Dresden Sommer? Ich glaube, man muss auf jeden Fall Lust auf ganz unterschiedliche Projekte haben. Auch Bereitschaft, sich immer weiterzuentwickeln, weil das ist auch so eine Grund-DNA von Dresden Sommer. Wir sind ständig im Wandel. Darüber hinaus soll ein Kollege auf jeden Fall sehr selbstständig auch sein. Gerade wenn man in der Rolle gegenüber dem Kunden agiert, muss man natürlich auch die Themen, die ein Projektteam vertritt, auch selbstbewusst gegenüber dem Kunden ausstrahlen können. Das meiste unserer Arbeit besteht darin, zu kommunizieren. Wir müssen Informationen von A nach B schaffen, müssen dafür sorgen, dass die Informationen gefiltert werden für den Kunden auch, damit sie entscheidungsbereit vorliegen. Im Ende ist es ein People-Business bei Dresden Sommer und mit allen anderen Beteiligten im Projekt und vor allem auch dem Kunden gegenüber. Habt Mut, traut euch bei Dresden Sommer auch initiativ euch zu bewerben, denn wir haben Dreso-Spirit und wir sind eine Dreso-Familie und nehmen gern immer neue Leute auf. Ha 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 ha